Wir wollen mit Opinio wirklich den Begriff Marktforschung neu definieren und neu prägen. Ja, weil wir haben eigentlich jede Hemmschwelle für Marktforschung eliminiert und wollen jeden zum Marktforscher machen. Und das haben wir jetzt geschafft für den europäischen Markt, für den deutschen Markt. Und das wollen wir jetzt global erreichen und wirklich global die einzige Lösung sein, die es jedem ermöglicht, innerhalb weniger Minuten jede beliebige Zielgruppe repräsentativ zu befragen. Willkommen zu einer neuen Folge von Diving Deeper, präsentiert von OMR und Vodafone. Ja, und ihr habt es gerade gehört, Jonathan, der möchte tatsächlich die Marktforschung revolutionieren mit Opinio. Und diese Revolution, die beginnt hier im Treppenhaus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch zu Opinio. Los geht's. Ja, Jonathan, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Kannst du uns zum Anfang mal erklären, was ist denn Opinio eigentlich? Gern. Also mit Opinio haben wir die schnellste Marktforschung der Welt gebaut. Wir machen Marktforschung per App und ermöglichen so Unternehmen jeglicher Art innerhalb weniger Minuten tausende von Antworten von ihrer Zielgruppe zu erhalten und so Entscheidungen, Ideen, Marketingkampagnen in Echtzeit zu testen und zu validieren. Also Marktforschung per App bedeutet, die Leute werden gar nicht mehr angerufen, sondern ich beantworte die Fragen über mein Smartphone? Exakt. Also wir haben quasi zwei Produkte. Die Unternehmen nutzen die Plattform, wo sie ihre Zielgruppe eingeben. Zum Beispiel Vodafone-Nutzer zwischen 20 und 40, die weiblich sind und gerne Kaffee trinken. Dann kann ich meine Umfrage erstellen und drücke auf den Knopf. Und dann kann ich die Ergebnisse in Realtime tracken und analysieren. Als du die Idee zu Opinio hattest, ja, hast du ja gesagt, was ging es erstmal, wie kann man eigentlich Umfragen besser und schneller machen? Ja? Aber wenn du jetzt hier im Office was auf die Wand schreiben müsstest, was ist eure Mission? Wie würde das lauten? Wahrscheinlich wäre das die Demokratisierung der Marktforschung, auch wenn das ein etwas breit getretener Begriff ist. Aber wir wollen wirklich es weltweit jedem ermöglichen, jede beliebige Zielgruppe innerhalb von Minuten repräsentativ zu befragen. Das heißt, Opinio kann also nicht nur ein Großkonzern nutzen, sondern auch ein Verein, ein kleiner, der ein bisschen was wissen will, der kann eine Umfrage starten und kriegt dann sofort Ergebnisse? Exakt. Also wir wollen, dadurch, dass wir den Faktor Kosten und Zeit aus der Marktforschung eliminiert haben, wollen wir wirklich jeden zum Marktforscher machen. Also nicht mehr nur der Marktforscher kann Marktforschung machen, sondern über unsere Plattform und auch über unsere App soll es so einfach und intuitiv sein, repräsentatives Feedback zu erhalten, dass quasi jeder zum Marktforscher wird. Vor unserem Dreh haben wir jetzt im Diving Deeper Team die App auch mal ausprobiert. Ja? Und was ich abgefahren fand, so, das siehst du sofort bis auf Level 1, aber so und so viel fehlt dir noch bis Level 2, dann kannst du Coins sammeln und so. Und wie wichtig ist denn dieser Gamification-Aspekt für den Erfolg der App? Der ist sehr wichtig und war gerade am Anfang sehr wichtig, weil da mussten wir natürlich das Henne-Ei-Problem lösen. Ne? Keine User, keine Umfragen, keine User. Und dadurch, dass wir die App gamifiziert haben und da eine Methode gewählt haben, um die Leute auch wirklich nachhaltig für die App zu begeistern, haben wir es geschafft, eben wirklich eine Community erstmal aufzubauen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dann aber bestimmt Leute gibt, die sagen, ist doch überhaupt nicht repräsentativ, ist ja eigentlich ein Computerspiel. Ne? Also wie repräsentativ ist denn Opinio dann eigentlich? Also erstmal sagen wir, dass wir mit Opinio den massentauglichsten Ansatz gewählt haben, weil einmal Smartphone das repräsentativste Device oder Medium ist. Es gibt mehr Smartphones als Zahnbürsten in Deutschland. Und dadurch, dass wir Marktforschung quasi über dem Überthema Meinungen aufgehangen haben und jetzt mit über 500.000 Nutzern in Deutschland auch das größte Marktforschungspanel haben, sind wir die repräsentativsten, die es im Markt gibt. Und damit man Opinio jetzt auch wirklich unternehmensseitig versteht, ja, haben wir für Vodafone Business mal eine Testumfrage gestartet zum GigaCube. Und ja, wäre cool, wenn du mich da kurz mal durchführen könntest. Ja, sehr gern. Also für Diving Deeper haben wir ein paar Fragen gestellt, ja, und jetzt gucken wir uns mal eine Frage an, ja, die hier gerade steht und die lautet, hast du schon vom Vodafone GigaCube gehört? Kannst du mal so ein bisschen sagen, was so die Antworten waren? Ja, also hier bei der Frage 6, hast du schon von dem Vodafone GigaCube gehört, sehen wir, dass jetzt 43% von den 1000 Teilnehmern mit Ja geantwortet haben, also gar nicht so schlecht. Und
nein, 50% und 7 haben gesagt, dass sie sich nicht ganz sicher sind. Und jetzt könnten wir natürlich noch tiefer in die Analyse einsteigen und gucken, okay, wie verhält es sich bei Männlein und Weiblein oder bei unterschiedlichen Altersgruppen. Ich denke, da würde man auch schon signifikante Unterschiede sehen oder auch bei unterschiedlichen Einkommens- oder Bildungsniveaus. Was wir da unten sehen, sind dann eben verschriftlicht eben schon so ein paar Auffälligkeiten, die wir den Anwendern an die Hand geben, damit die auch gar nicht so tief in die Analyse einsteigen müssen, sondern direkt auch die relevanten Insights im Dashboard sehen. Also ich sehe zum Beispiel, dass in einer bestimmten Altersgruppe Menschen häufiger Nein sagen, habe ich noch nie gehört, GigaCube, was ist das? Und dann könnte ich mein Marketing entsprechend anpassen, oder? Exakt, genau. Diving Deeper ist ja auch ein Format von OMR, ja, und da interessiert uns natürlich immer, was macht ihr, um zu wachsen? Ja? Also wie akquiriert ihr neue Unternehmen? Ist das total schwierig? Habt ihr total viele Vorbehalte oder rennen die euch ganz automatisch schon die Bude ein? Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also wir haben jetzt mittlerweile 700 Unternehmen, glaube ich, als Kunden. Das ist schon für unsere Größe recht viel. Und 80-90% sind darüber über Empfehlungen gekommen. Also wir haben jetzt auch neulich mal unseren NPS, unseren Net Promoter Score, also unsere Weiterempfehlungsrate getestet. Da hatten wir einen Score von über 9. Also ich würde schon sagen, wir leben und wachsen eigentlich sehr stark über dieses organische Wachstum. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft orakelst, ja, glaubst du, dass die Menschen immer noch so mit dem Smartphone eure Umfragen beantworten in 10, 20 Jahren oder werden die das nur noch per Sprache tun? Wie werden so neue Technologien euer Geschäftsmodell auch beeinflussen? Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich ist es quasi immer umfragebasiert, wie Marktforschung seit ungefähr 100 Jahren gemacht wird. Ja? Es fing an mit Stift und Papier. Dann hat man das quasi abgelesen und per Telefon, dann online. Wir machen das gleiche jetzt mobile. Deshalb muss man sich natürlich schon fragen, okay, wie schafft man es, Marktforschung auch immer nutzerfreundlich, auch immer schneller und auch immer besser zu machen für die Unternehmen. Wie wir das machen, ist, dass wir bei so zwei Themen eine KI nutzen, also künstliche Intelligenz, wo wir einfach versuchen vorauszusagen, was sind die relevanten Insights für das Unternehmen, ohne dass das Unternehmen schon vorher wissen muss, wonach es analysieren muss. Das heißt, das versuchen wir wirklich vorherzusagen anhand des Analyseverhaltens unserer Kunden. Und auf der App versuchen wir tatsächlich, dadurch, dass die User ja auch selbst Fragen stellen können, vorherzusagen, was sind gute Fragen, was sind schlechte Fragen. Und somit ist unser komplettes Panel oder User-Management oder die ganze Qualitätssicherung komplett automatisiert über die KI. Wir haben eine Umfrage im Diving Deeper Team gemacht, ob wir jetzt Mittagessen gehen sollen. Ja, 100% haben gesagt, ja, das machen wir jetzt. Jonathan, vielen Dank für deine Zeit und dass wir bei Apinio zu Gast sein durften. Und ja, bis bald mal. Sehr gern, bis bald. Das war das Interview mit Jonathan Kurfiss von Apinio. Und was ich cool finde, ist es wirklich einfach zu benutzen. Ne? Jeder kann Umfragen erstellen. Aber vor allem macht es auch Spaß, tatsächlich Umfragen zu beantworten. Wir haben es im Diving Deeper Team eben runtergeladen. Und es ist ganz cool, sich mal gegen andere zu benchmarken. Also ich kann nur sagen, probiert's aus und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.